Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch mal die Felsenwanderweg in Pirmasens, wie es alles aussieht. So. Diesen Weg geht es nach Beckenhof und Münchweiler. Ihr müsst ja noch da runterlaufen und dann links abbiegen und dann noch geradeaus laufen und da vorne steht noch ein großer Felsenstein. Da steht noch ein großer Felsenstein, könnt ihr mal anschauen, Bilder machen, wenn ihr wollt. So, bis gleich. Und da, diesen Weg geht es nach Beckenhof und Starnbrunnen. Ihr könnt diesen Weg hochlaufen und dann links abbiegen, da geht es dann, da geht es Weg hier hoch zu laufen, so, diesen Weg, schöne Waldgebiet, im Pirmasens, am Eisweiher, so, ist ein Felsenweg, Felsenwanderweg, hier hochlaufen, so, Felsenwanderweg, so. Schöne Aussicht. Die Bäume sind schon grün. So. Jetzt laufen wir diesen Weg runter. Wieder zum Eisweiher. So. So. Da sind wir da. So, da könnt ihr hier runterlaufen, so, gehen wir hier runter, sind wir vor dem Eisweiher, so, schauen Sie mal da, Eisweiher, so, immer schön langsam laufen, so. So. Schöne Aussicht. So. Aufpassen. Hier ist auch ein Weg. Aber da kann man nicht runterlaufen, das ist gefährlich. So. So. Jetzt gehen wir weiter. So, wir sind gleich am Eisweiher, müssen noch ein paar Meter laufen, das ist so ungefähr hin und zurück, 1 Kilometer, so ungefähr, so, da sind wir da oben, Felsenstein. Da steht ein kleiner Felsenstein, schaut mal da, ja, sieht man. So, ich bin wieder da.
Da können wir mal hinlaufen und zurücklaufen. So, wir laufen diesen Weg wieder zurück zum Eisweiher. Da geht ja noch der Berg runter. Dann zeige ich euch mal noch Kreuz, wo ich das hingestellt habe am Eisweiher. Am Eisweiherpark, wo sie das hier Kreuz am Park hingestellt hat. Vor Bohle. So. Ja, und Münster hat am Freitag 3:1 verloren. Zu Hause gehen Fortuna Köln mit 3:1 verloren. Macht nichts, es sind so ausgestiegen. So, Münster spielt in der dritten Liga. Das freut mich. So. Bis gleich. Ich hatte mal da. So. Nur eine Sitzbank. So, ich hatte mal da. Ja. Schöner Weg. Könnt ihr mal laufen gehen, wenn ihr wollt. Das ist nicht so anstrengend. Ein leichter Weg. Ja. Schöne Aussicht. Alles war ja. Wir sind gleich da unten. Schau mal da, Felsenstein. Und gleich da. Da oben steht ein großer Felsstein. Warte mal. So. Da ist nur ein Felsstein am Baum. Und ganz oben ist ein großer Felsstein. Schaut mal da. So. Können wir sehen? Ja. Großen Felsstein. So. So. Schöne Aussicht. Wunderbar. Können immer da hochlaufen. Muss man aufpassen, dass der nicht hinfällt. So. Schöne Aussicht hier am Eisweiher Felsenwanderweg. Ein schöner Aussicht im Felsenwanderweg, so. Diesen Weg geht jetzt zum Beckenhof. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. Laufen wir diesen Weg wieder runter. Aber schön langsam runterlaufen. Ja, Felsenstein. So, Felsenstein. Ja. Da
Vorne ist noch ein Feldstein, warte mal. Da steht noch ein Feldstein, so. Da wird diesen Weg runter. So, schöne Aussicht. So, sind wir schon da. Da geht zum Eisweiher. Diesen Weg geht zum Eisweiher, so. Jetzt sind wir da oben. Jetzt zeige ich euch mal das Schild, wo es lang geht. So. Jetzt sind wir da. Ja. So. Jetzt gehen wir weiter. Schöne Aussicht. So. So. Das ist Wasser für die Frösche. So, warte mal. Was da steht. So. Können wir lesen? Ja. So, ist ein kleiner Bach, der fließt hier zum Eisweiher hinein, das Wasser. Das Wasser fließt, also es kommt von da oben, fließt hier runter zum Eisweiher. Da vorne ist ein Eisweiher. So. Lassen wir diesen Weg weiter. So. Das ist der Eisweiher. Schalten wir da. Ja. Lassen wir diesen Weg hoch. Da haben wir noch einen kleiner Weg. Da geht es hier zum Parkplatz. Alter Wanderparkplatz. So. Jetzt laden wir diesen Weg hoch. So. Da geht es zum PSV-Sportheim und Minigolf. Wir können ja Minigolf spielen hier am Sportheim. Da oben ist noch ein Minigolf-Anlagen. So. Diesen Weg geht es zum Minigolf und Sportheim. So. Wir laufen diesen Weg wieder zurück zum Eisweiherpark. So, bis gleich. Hör ich mich ja da. Schöne Aussicht.
So. Ja, Wandern macht Spaß. Ich kann auch wo wandern gehen. Ich laufe diesen Weg wieder zurück. Dann sage ich euch mal das schöne Kreuz, wo sie hingestellt habt. Hingestellt hat. So. Da vorne ist noch Sportplatz. PSV. Die spielen heute Fußball. Ja, ich glaube heute. Ich weiß nicht gegen wen. So. So. Ein schöner Weg. Wir sind gleich am Eisweiherpark. So. So. Jetzt haben wir noch einen kleinen Rundweg. Schaut mal da. Diesen Weg. Da kann man auch noch ein bisschen wandern gehen. Das zeige ich euch beim nächsten Mal, wie es dort aussieht. So. So. Schauen Sie hier. Kann man wandern gehen. Warte mal. Zeige ich euch mal die Schilder. Da. Da steht blau, rot, weiß. So. Darüber. Miniatur Golf. Da geht es um Miniatur Golf. So. Dann weiter. So. So. Hier geht es zum Schwimmbad Blub. Diesen Weg geht es zum Schwimmbad Blub. So. 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 Ja, Stein. Schöner Park. Diesen Weg zeige ich euch beim nächsten Mal. Da links abbiegen. Diesen Weg zeige ich euch beim nächsten Mal. So. So. Da können ja auch wandern gehen, diesen Weg. So. Können wir lesen, was da steht. Parkordnung. So. So. Ja, fahren muss langsam fahren. So. Noch Jakobsweg. Es fehlt der Jakobsweg, Verbindungsroute. So. Steht ein schöner Drillplatz. Da steht ein schöner Drillplatz. Bänke und Tische. Da.
Sag ich euch mal, das Kreuz, wo das steht. Da steht das Kreuz, schauen Sie mal da. Können wir lesen. Ja. Ja. Warte mal. Was oben drauf steht. Warte mal. Ja. Warte mal. Das ist schwer. Boah, warte mal. Ja. Schöner Eisweiherpark, so. Können wir mal lesen, was da steht, so. Warte mal. So, ich bin wieder da. Schöner Kreuz. So. Hier am Eisweiher ist Schaufahren. Das ist so am 12. und 13. August. Und da vorne ist ein Eisweiher. Das ist Schaufahren. Schauen wir mal da. Wenn ihr da auf diesen Weg hingeht. Wenn ihr diesen Weg hingeht, hinläuft, und da geht er zum Eisweiher. Durch Schaufahren findet jedes Mal, jedes Jahr im August statt. 12. 13. August 2023, so. So, wenn ihr das Video gefallen habt, immer den Daumen nach oben. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt gerne meinen Kommentar reinschreiben, wenn ihr wollt. So, ich wünsche euch einen schönen Feiertag und Gottes Segen und Start in die neue Woche. So, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.